Sowas passiert, wenn man die Kontrolle verliert. Das sieht irgendwie ulkig aus. Wir haben wieder ein Kind, was zum Berserker geworden ist. Nee, dieses Mal ist es ein Erwachsener. Gott, schießen die schlecht. Und eine Force of Darkness ist angekommen. Die werden sich jetzt gleich mit den Händlern klopsen. Zu welcher Brücke bist du nochmal verlinkt? Du bist zur oberen verlinkt. Du müsstest zur unteren verlinkt sein. P. Ja, Trolle kommen. Ach du meine Güte. Und ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, die kommen da ja gar nicht mehr durch mit ihren Karren. Die Karren stecken jetzt alle da unten fest. Und die Trolle rennen rein. Ich habe leider keine andere Möglichkeit. Die Händler tun mir jetzt wäre wirklich leid, aber ich kann nichts machen. Ich kann echt nichts machen. Ich kann nur zusehen, wie meine Zwergenbrüder draußen abgeschlachtet werden. Wo ist der Diplomat? Der steht da unten rum. Ich sag das nur ungern. wir könnten uns der Horde ergeben. Das ist aber auch nicht die zwergische Art. Ich gebe den Zwergen wenigstens die Chance, also bei den meinen Zwergenbrüdern wenigstens die Chance, nee, das war der falsche, wenigstens die Chance, sich noch zu wehren. So, zieht die Brücken hier hoch. So, die hauen alle wieder nach oben ab. Werden da zwar getötet, aber was will ich machen? So, das heißt, wir brauchen hier gar keinen Traitor.
Tja. Sieht nicht gut aus für unser Fort, ganz ehrlich nicht. Das hat ist dermaßen eskaliert mit den Goblins. Wer bist du? Wieso ist da unser Mechaniker? Tja, Chris, du bist leider auch tot. Tut mir leid. Warum auch immer du da draußen bist. Ein Edible-Zwerg wird vermisst. Wir vermissen einen Farmer, wir vermissen einen Hauler. Wir vermissen den Animal-Zwerg. Toter Elfenadministrator. Nö. Und es ist Winter geworden. Wir können nicht erwarten, dass sich die Horde lichtet, oder? Ein Troll-Fisherman? Ein Troll mit einer Angel, oder wie? Tja, Chris ist auch tot. Sir, here's the list. Looks like we're out of these things here, you see? Ach, yes. We need to build some of these. Wieder ein Mandat, 3 Lederrüstungen. Tja, ich sag das nur ungern. Ich glaube, wir sind tot. Ja, die stehen überall und warten. Meine Zwerge sind überall verstreut. Was machen die hier? Ach, die halten ein Meeting. Tja. Was ist mit euch hier? No job. On break. Kind, das ein Tantrum wirft. Überall Blut und Tod. Die Goblins stehen in den Startlöchern hier. Was sagt mein Squad? Das sagt, es ist nicht mal annähernd gut genug, um überhaupt was zu reißen. Oh je. Sieht furchtbar aus hier. Tja. So geht's dann wohl mit uns zu Ende. Wir haben einen, naja, einen Haufen Pikiniere, die in den Startlöchern stehen. Ein Trollwaffenspiel. Die wollen sich hier einnisten. Ich habe echt das Gefühl, die Trolle wollen sich hier in meinem Ding einnisten. Goblin Masterlasher und ein Goblin Hammerlord. Das sind die Anführer, würde ich mal sagen.
Ja. Tja. Ich kann nicht viel machen, außer meinen Squad an diese Stelle schicken. Und dann die Brücke aufmachen. Ich habe sogar einen schlecht gelaunten Zwerg im Waffenzwerg in meiner Armee. Kommt, wenn wir untergehen, dann gehen wir kämpfend unter. Zeigen wir ihnen, dass wir uns Zwerge uns nicht unterkriegen lassen. Wenn wir natürlich schießen würden. Tore hoch, los, Brücken hoch. Ah, runtergefallen. War das der Läscher? Haben wir jetzt gerade ihren... Nein, haben wir leider nicht getötet. So, ihr Meisterläscher ist da gefangen. Warum holt ihr euch eigentlich keinem Ammunition? Ach, ihr habt Ammunition, aber ihr benutzt die nicht fürs für den Combat. Sag bloß, jetzt holt ihr euch Muni, dass ihr schießen könnt. Ja, jetzt holt ihr euch tatsächlich Muni für den zum Schießen. Sag mal, wo ist meine ganze Muni eigentlich? Hätte euch das niemals wegnehmen sollen, dass ihr das nicht für den Kampf benutzen sollt. Weil selbst mit Holzbolzen und mit Knochenbolzen könnt ihr wenigstens ein bisschen was reißen. Ein Troll. Was? Oh. Da ist mal wieder ein Troll durchgekommen, irgendwie. Wen hast du diesmal getötet? Irgendwen? Jetzt kämpfst du wieder gegen Hunde. Was ist mit dem Kind los? Der hat einen Dachschaden. Der Troll ist tot. Squad, move mal hier hin. So, und nehmt die Goblins ins Feuer. Der Lischer sucht das Weite, jawohl, aber die anderen lassen wir nicht entkommen. Tötet sie, Rache. Ja, Rache hin oder her. Die Aufnahmesession ist wieder vorbei. Ich muss jetzt leider wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder in diesem Chaos. Also, bis gleich.